In meinem letzten Video ging es um das Pimax Roadshow Event aus Oberhausen bei dem guten Patrick von die Zockstube VR. Ja, dort hat Pimax die neue Pimax Crystal Lite vorgestellt. Eine leichte Version und eine abgespeckte Version der normalen Pimax Crystal, dafür aber anscheinend auch in einem bezahlbaren Rahmen. Mir hat das Gerät wirklich gut gefallen. Ich konnte sie da auch testen. Und ja, ich habe sie jetzt hier und... Ja, ich würde sagen, wir packen sie mal aus und schauen mal, was sich so im Karton befindet. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, da haben wir das gute Stück. Würde ich sagen, wir schauen mal rein, was sich so hier drin befindet. Packen wir das gute Stück mal aus. Ich bin jetzt echt neugierig. Ich habe mir auch die Version mit der Lighthouse Faceplate bestellt und nicht die Standardversion mit den Controllern, weil ich halt auch noch im Besitz bin von Lighthouse Station und den Index Controllern und da es so viele Videos gibt zu der Standardversion und zu den Standard Controllern, habe ich mir gedacht, ich bestelle mir jetzt standardmäßig erstmal die Lighthouse Version. So, schauen wir mal. Komm raus da. So, schauen wir hier mal rein. Da, falsch rum. Ups. Da haben wir es. Packen wir sie mal aus. Simsalabim. Da ist das gute Stück. Dann würde ich sagen, haben wir ein Kärtchen. Pimax Support. Aha, hier steht drauf Discord-Server. So, und dann haben wir hier ein bisschen Papierkram. So, das ist eine Bedienungsanleitung. Und wow. Wow, ist ja sogar auf Deutsch. Tatsächlich, ja. Wir haben eine Bedienungsanleitung bei und die ist tatsächlich auch auf Deutsch. Das finde ich persönlich schon mal sehr gut. Und dann kommen wir auch schon zu dem Headset. Weil wie gesagt, ich habe mir die Version mit der Lighthouse Faceplate bestellt und da sind keine Controller bei. Das ist ein reines Lighthouse-Gerät. Komm raus da, alter Falter. Echt jetzt? Boah. So, da haben wir das gute Stück. So, einmal die Kabel hier auspacken. Na komm, haben wir in einen extra Karton. Da wird wahrscheinlich das Netzteil drin sein, beziehungsweise die Länderadapter. Ja. So, guck mal hier. Für jede für jedes Land der passende Stecker dabei. So, hier haben wir noch ein Schnuffeltuch, um die Linsen zu putzen. Das Kabel und das Netzteil, würde ich jetzt mal behaupten. Na, komm raus da. So. Ja, dann haben wir einmal das Netzteil. Da nehmen wir jetzt im Endeffekt einfach den deutschen Adapter und den schieben wir hier einfach drauf. Zack. So. Und dann haben wir für Deutschland den passenden Anschluss. So, restliche Gedöns hier kann weg. Das nehmen wir weg. So, jetzt schauen wir uns mal das Headset an, würde ich sagen. So, wir haben wie gesagt, hier hängt das Kabel. Da haben wir, ich glaube, 4,5 Meter. 4,5 Meter sind das, glaube ich. Ja, 4,5 Meter. Und haben einmal DisplayPort und einmal USB 3.0 und an dem Kabel wird dann hier das Netzteil noch angeschlossen für die Stromversorgung. Das Schöne ist natürlich jetzt bei dem Headset, wir brauchen kein Akku mehr, was bei der normalen Crystal ja noch vorausgesetzt wurde. Und das war wirklich ein bisschen nervig, gerade weil man den Standalone-Modus eh nicht benutzt. So, hier haben wir dann das gute Stück. Das ist also die Pimax Crystal Lite mit der Lighthouse Faceplate und ja, sieht aus wie eine normale Crystal, sieht ein bisschen bulliger aus, muss ich sagen, gerade mit dem Horn hier vorne und die Seiten hier, die sind tatsächlich etwas breiter, wie man sieht. Ah, kann man das erkennen? Ja, wie man hier erkennen kann. Ist die Lighthouse Plate tatsächlich breiter als die Standard Plate.
So, aber ansonsten, hier sind auch noch zwei so eine Buckel zum, fürs Tracking. So, dann haben wir hier die Linsen. Guck mal hier, haben wir noch die schönen Folien drauf. Folie Nummer 1, zack. Da ist er. So, Folie Nummer 2, zack. So, und was sehen wir hier? Hier sehen wir die schönen asphärischen Glaslinsen. Hier unten haben wir den Sensor, damit das Gerät erkennt, ob ihr das Headset auf dem Kopf habt oder nicht. Dann haben wir hier noch einen Klinkenanschluss am Headstrap. Standardmäßig verbaut haben wir hier die Standardkopfhörer oder die Standardlautsprecher. Auf dem Event, auf der Roadshow, da konnte ich die D-Mars-Kopfhörer testen. Ja, ich bin gespannt, wie die sich im Vergleich anhören. Ich habe die D-Mars-Kopfhörer auch hier. Die werde ich euch auch nochmal zeigen und mal vergleichen, ne, wie so die Soundqualität ist, ob die sich lohnen oder ob man auch mit den Standard-Kopfhörern dann auskommt. So, was haben wir noch? So, wir haben das fette, bullige Teil von der normalen Crystal haben wir nicht mehr. Jetzt haben wir hier das Kabel, was man hier nochmal ordentlich befestigen könnte jetzt. So, klippen. Bisschen mit Gewalt hier. So, so, jetzt geht das hier rein da. So, den da rein in die Kabelführung. Dann haben wir das Kabel hier drin. Und auch noch da hinten mit rein. Klick. So, damit das hinterm Kopf runtergeführt wird. Was haben wir denn hier noch? So, was wir sehen, wir haben hier das schöne Gesichtspolster. Das ist auch wirklich weich und das ist auch recht groß. Und das federt auch natürlich das Gewicht ein bisschen ab, weil, wie man sieht, es liegt auch oben auf der Stirn mit auf und nicht nur im Gesicht. So, dann haben wir das Topstrap, was eine ganze Ecke breiter ist als das Standard damals von der normalen Crystal. Das ist auch nicht mehr elastisch. Bei der normalen Crystal war das so ein bisschen stretchy. Hier ist das starr, aber das, ja, wird wohl kein Nachteil sein, weil dadurch wird die natürlich relativ stabil auf dem Kopf sitzen. So, dann haben wir hier oben einmal die Power-Taste an, aus und laut, leise haben wir hier auch noch, ja, für die Lautstärke. Wir haben bei der normalen Crystal haben wir ein automatisches IPD-Adjustment. So, das haben wir natürlich bei der Crystal Light jetzt nicht. Dafür gibt es hier den Stellregler fürs IPD, womit man stufenlos den IPD auf seinen Augenabstand passgenau einstellen kann. So, und meiner Meinung nach braucht man kein automatisches IPD. Ja, es ist witzig zu sehen, aber meiner Meinung nach reicht das auch, ne? Weil du stellst da einmal ein und dann passt das halt. Ich würde sagen, so von der Verarbeitung her fühlt sich das richtig gut an. Vom Gewicht her merkt man spürbar den Unterschied zur Standard Crystal, weil die war mir tatsächlich deutlich zu schwer. Und ja, wie gesagt, das hier ist jetzt aber, das ist okay, ne? Also wenn ich jetzt so eine Quest 3 in die Hand nehme mit, ja, mit so einem Halo-Strap, zum Beispiel so einem Bobo VR S3 mit einer Powerbank hinten dran, dann ist die auch nicht wirklich leichter, ne? Also ich glaube, da kommt man schon ungefähr aufs gleiche Gewicht, weil ich glaube, die hier wiegt jetzt um die 800, 850 Gramm. Und die normale Crystal, die war irgendwo bei 1,2 Kilo plus. Ja, also das merkt man schon spürbar. So, was sehen wir denn noch? Wenn wir uns die Front hier mal so anschauen, ne, dann sehen wir hier auch noch die Tracking-Kameras. Und zwar hier oben 1, andere Seite oben 2 und dann hier unten 3, 4. 4 Tracking-Kameras. Die sind ja dafür da, das Gerät kann sich auch selbst tracken. Ne? Und man kann auch, wie gesagt, man kann die Version hier einmal kaufen mit dieser Lighthouse Fade Place, hier, so wie ich sie habe. Oder alternativ mit Controllern, die dabei sind. Und dann kannst du sagen, die Controller sehen 1:1 so aus wie, ja, wie von der Quest 2, halt nur in schwarz. So, und das Tracking funktioniert wirklich auch sehr gut. Also das konnte ich ja auch nochmal testen. Da hat sich im letzten Jahr, muss ich wirklich sagen, sehr viel getan. Bei der normalen Crystal, die ich ja auch probiert hatte, habe ich auch ein Video zu gemacht übrigens. da war das Tracking damals okay, war aber noch nicht so geil. So, und jetzt haben die das Tracking tatsächlich so weit hinbekommen, dass man da einwandfrei mitspielen kann. Ne? Also da ist jetzt nicht mehr, kein riesen Nachteil mehr zur Quest. Ich würde sagen, das Tracking von der Quest ist immer noch ein Ticken besser, aber ja,
Pimax hat gezeigt, dass sie mit Software-Updates da wirklich sehr viel rausholen können. Und wer weiß, also das wird wahrscheinlich noch besser werden mit den nächsten Updates. Ich habe jetzt halt die Version mit Lighthouse hier, ne, weil ich, wie gesagt, die Basisstation für Lighthouse hier noch an den Wänden hängen habe. Und ich habe halt auch noch die guten alten Index-Controller hier, die hier jetzt schon seit Ewigkeiten bei mir ja ein bisschen verstauben. Und ich mir gedacht habe, warum sollte ich nicht, wenn es funktioniert jetzt auch mit Lighthouse hier, warum sollte ich dann die Version mit den Controllern nehmen und nicht das Lighthouse-Tracking benutzen? Ne? Zur Not kann man sich auch die Standard-Controller später nachkaufen. Und was kostet dieses gute Stück jetzt? Das heißt, wenn ihr die Lighthouse-Version oder die Version mit dem Controller bestellen wollt, das könnt ihr direkt bei Pimax auf der Webseite tun, kostet inklusive Versand und inklusive Steuern liegt dieses Headset ungefähr bei 1050 Euro, so roundabout. Es gibt die Version auch noch ohne Controller, die ist in knapp 100 Euro günstiger. Aber wie gesagt, ich würde jedem die Version entweder mit Lighthouse oder mit den Controllern empfehlen. Je nachdem, ob ihr schon die Lighthouse-Station und Index-Controller zu Hause habt. Ja, das soll es dann erstmal gewesen sein zum Unboxing der Pimax Crystal Lite in der Lighthouse Edition. Ich werde in den nächsten Tagen das Gerät hier ausgiebig testen. Und dann werde ich ein Video dazu machen, ein Review verfassen bzw. einen Test. Und das werde ich in einem Video machen und dann werde ich euch ja die nächsten Tage ein weiteres Video zeigen zur Crystal Lite. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf und bleibt dran. Und ja, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben gebt und den Abonnieren-Button da unten drückt, damit ihr kein Video verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bleibt dran und ja, spielt erstmal VR und wir sehen uns.